Seitdem ich zum ersten Mal das Buch Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen habe, bin ich fasziniert von der Idee, mir ein passives Einkommen aufzubauen. Freiheit war für mich schon immer ein sehr wichtiger Wert und ich war vor allem inspiriert von der Idee, ortsunabhängig als digitaler Nomade leben zu können. Darüber hinaus wollte ich die Freiheit haben, an den Projekten zu arbeiten, die mir wirklich Spaß machen und nicht gezwungen sein, irgendeinen Job zu machen, nur um Geld zu verdienen. Seit dem Jahr 2015 habe ich etliche Methoden ausprobiert, um passives Einkommen aufzubauen. In diesem Video stelle ich die nach meiner Erfahrung 7 besten Methoden vor. Außerdem werde ich am Ende noch darauf eingehen, wie ich heute nochmal starten würde, wenn ich nochmal ohne Startkapital mir von Anfang an ein passives Einkommen aufbauen müsste. Wichtig ist bei dem Thema zu beachten, dass ich passives Einkommen nicht so definiere, dass man gar nichts dafür tun muss. Die Grundregel ist immer, dass man am Anfang sehr viel Zeit investieren muss, sehr viel Geld investieren muss oder sogar beides. Leider hat das Wort passives Einkommen in den letzten Jahren einen sehr schlechten Ruf erhalten, da immer wieder bei Instagram zum Beispiel unseriöse Schneeballsysteme oder Online-Kurse mit diesem Wort beworben wurden. Also wenn dir zum Beispiel jemand verspricht, dass du ohne Vorkenntnisse, ohne viel Zeit oder ohne viel Geldinvestition ein passives Einkommen aufbauen kannst, dann kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich dabei um Betrug handelt und jemand dir nur sein Schneeballsystem andrehen will oder seinen unseriösen Online-Kurs, der kaum Mehrwert bietet. Die Methode, mit der ich damals angefangen habe, ist die Erstellung von kleinen Blogs und Nischenwebseiten. Da ich zunächst kein signifikantes Startkapital habe, habe ich nach einer Methode gesucht, mit der ich ohne viel Investition, aber mit viel Zeitaufwand mir ein passives Einkommen aufbauen kann. Durch den Blog von Per Wandinger, selbstständig im Netz.de, der mittlerweile trending.de heißt, bin ich damals dann auf die Erstellung von Nischenwebseiten gestoßen. Auf seinem Blog hat Per Wandinger damals darüber berichtet, wie er zum Beispiel eine Webseite zu dem Thema Werkzeugkoffer aufgebaut hat und wie er damals ungefähr 500 € pro Monat an fast komplett passiv verdient hat, indem er auf diesem Blog dann die seiner Erfahrung nach besten Werkzeugkoffer empfohlen hat. Also solche Seiten lassen sich dann monetarisieren, zum Beispiel mit Affiliate Marketing, also indem man Produkte empfiehlt, die man selber benutzt oder die für einen bestimmten Zweck nützlich sind. Darüber hinaus kann man solche Webseiten auch über Display-Ads monetarisieren. Da solche Webseiten dann hauptsächlich Besucher über sogenannte SEO-Maßnahmen erhalten, also dann über Suchmaschinen wie Google, wird das Einkommen dann nach einiger Zeit passiv. Inspiriert von dieser Idee habe ich damals dann angefangen, die Webseite geografiestudium.com zu erstellen, da ich damals Geografie studiert habe. Dort habe ich dann Tipps für angehende Geografiestudenten gegeben und auch die Produkte empfohlen, die ich selbst benutzt habe, also beispielsweise die Bücher, die mir im Studium am meisten geholfen haben und auch andere Dinge, wie zum Beispiel damals war Prime Student noch sehr beliebt, also die Studentenversion von Amazon Prime. Und ja, bis heute hat die Webseite auch noch Besucher und beschert mir auch bis heute noch ein kleines passives Einkommen, ohne dass ich viel Zeit in diese Webseite investieren muss. Mittlerweile habe ich über 20 solcher Nischenseiten erstellt, die mir insgesamt ein passives Einkommen von mehreren tausend Euro pro Monat einbringen. Wenn dich interessiert, wie man solche Webseiten in der Praxis aufbaut, dann kann ich außerdem den sogenannten Authority-Hacker-Site-Kurs empfehlen. Dieser ist, soweit ich weiß, der aktuell beste Online-Kurs weltweit aktuell zu dem Thema. Also aktuell ist er nur auf Englisch verfügbar, aber er geht wirklich sehr detailliert in einem Online-Kurs darauf ein, also Schritt für Schritt wirklich. Und diesen Kurs werde ich auch unter dem Video hier verlinken mit einem Affiliate-Link, falls dich das Thema weiter interessiert. Neben dem Affiliate-Marketing, wo man Produkte empfiehlt, gibt es auch noch Display-Anzeigen, die ich auch auf dieser Webseite beispielsweise benutze. Dort wird dann automatisch Werbung eingeblendet, beispielsweise von Google AdSense, was auch zu Google gehört, oder Mediavine. Und ja, diese Werbung ist dann personalisiert und man bekommt dann beispielsweise pro Klick ein paar Cent. Eine weitere Methode, um solche Webseiten zu monetarisieren, die aktuell noch recht unbekannt ist, ist die VG Wort. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Verwertungsgesellschaft und wenn ein Artikel beispielsweise, ich glaube momentan sind es so 1500 Aufrufe pro Jahr erhält,
Dann bekommt man von der VG Wort eine Vergütung. Aktuell sind es so um die 30 bis 40 € pro Artikel. Eine ausführliche Anleitung, wie man Webseiten mit der VG Wort monetarisiert, habe ich auch auf meiner Webseite jonaswekerle.de erstellt. Diese kann ich auch mal unter dem Video hier verlinken. Parallel zu meinen Nischenseiten habe ich damals auch passende YouTube-Kanäle erstellt zu diesen Seiten. Damals konnte man die Kanäle noch direkt mit Display-Ads monetarisieren, sodass man direkt ein kleines passives Einkommen schon zu Beginn erhalten hat. Aktuell benötigt man dafür jedoch mindestens 1000 Abonnenten und eine gewisse Aufrufzeit. Es gibt jedoch auch andere gute Methoden, um YouTube-Kanäle zu monetarisieren. Beispielsweise habe ich immer meine Webseiten schon unter den Videos direkt verlinkt und passende Artikel verlinkt und diese lassen sich dann monetarisieren, wie ich das auch mit diesem Video hier mache zum Beispiel. Und außerdem gibt es auch Affiliate-Marketing in dem Bereich. Also beispielsweise verlinke ich unter meinen Videos zu dem Thema Finanzen, Investieren und so weiter, verlinke ich meine besten Broker, die ich nutze, um günstig zu investieren. Und ja, auch unter diesem Video werde ich dann die besten Methoden und besten Tools verlinken, mit denen ich persönlich es geschafft habe, mir ein passives Einkommen aufzubauen. Also falls du mir helfen willst, mein passives Einkommen noch weiter zu steigern, dann klicke unbedingt auf die Links unter diesem YouTube-Video. Dort habe ich meine besten Tools verlinkt. Vielen Dank dafür, dass du mir hilfst, mir selbst mein passives Einkommen aufzubauen. Für Leute, die schon etwas Geld angespart haben und nicht so viel Zeit investieren wollen, sind Aktien und ETFs eine sehr gute Möglichkeit. Nachdem ich also mein erstes Geld durch meine Nischenseiten angespart hatte, habe ich eine sogenannte Dividendenstrategie verfolgt. Hierbei investiert man hauptsächlich in Aktien, die eine hohe Dividende auszahlen, also eine Ausschüttung der Aktie, die einem dann jährlich oder auch vierteljährlich ein passives Einkommen beschert und möglichst in Aktien, die auch bekannt dafür sind, dass sie die Dividende regelmäßig anheben. Eine sehr beliebte Aktie bei Dividendeninvestoren ist zum Beispiel die Procter & Gamble Aktie. Wenn man zum Beispiel 1000 Euro in diese Aktie investiert, dann bekommt man jährlich aktuell ungefähr ein passives Einkommen von 25 Euro. Und langfristig gesehen ist das halt sehr attraktiv für Dividendeninvestoren, da Procter & Gamble bekannt dafür ist, die Dividende regelmäßig anzuheben. Diese Aktie hat jetzt schon insgesamt 67 Jahre in Folge die Dividende angehoben, was schon sehr beeindruckend ist. Wer sich nicht intensiver mit Einzelaktien auseinandersetzen will und auch das Risiko etwas streuen will, der kann auch in ETFs investieren, die hauptsächlich Dividendenaktien enthalten. Also da gibt es eine sehr hohe Auswahl und ja, viele ETFs investieren dann automatisch in mehrere hundert Aktien, die bekannt dafür sind, Dividenden auszuschütten. Sowohl bei den ETFs als auch bei den Aktien sollte man jedoch darauf achten, dass eine nachhaltige Strategie verfolgt wird. Also wenn man sich zum Beispiel ETFs anschaut, die irgendwie 8% Dividende ausschütten oder noch mehr, dann ist das meistens so, dass der Wert nicht mehr nach oben geht oder sogar stark fällt. Also dann wird meistens keine nachhaltige Strategie verfolgt und auch es gibt immer wieder Aktien, die über 5% Dividende ausschütten. Hierbei würde ich jedoch immer sehr vorsichtig sein, da meistens es sich um Aktien handelt, die halt langfristig nicht mehr wachsen und auch die Dividende nicht mehr steigern können. Eine weitere Methode für den Aufbau von passivem Einkommen, die ich getestet habe, ist das Staking von Kryptowährungen. Einige Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum, Polygon oder auch Cardano basieren auf dem sogenannten Proof-of-Stake-Algorithmus. Hier werden Nutzer belohnt, wenn sie die Kryptowährungen für einen Zeitraum der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Dieser Mechanismus hat den Vorteil im Vergleich zu Bitcoin beispielsweise, was auf dem sogenannten Proof of Work Algorithmus basiert, dass deutlich weniger Energie verbraucht wird. Also bei Bitcoin müssen Miner immer schwere Rechenaufgaben mit Computern lösen und
Ja, das verbraucht halt deutlich mehr Energie. Um ein passives Einkommen mit Kryptowährungen zu generieren, muss man also zunächst die Kryptowährungen kaufen, also beispielsweise Ethereum oder Polygon. Und dann kann man diese zur Verfügung stellen. Also beispielsweise geht dies über Börsen wie zum Beispiel Coinbase oder Binance. Und wem das zu riskant ist, diese auf Börsen zu lassen, was nach der FTX-Crash verständlich ist, der kann diese auch auf einen Hardware-Wallet transferieren, wie zum Beispiel einem Ledger. Also wenn man diese Kryptowährung dann zur Verfügung stellt, bekommt man dann Rewards. Also aktuell liegen die bei so 2 bis 12% pro Jahr, je nach Kryptowährung. Und teilweise nehmen die Börsen dann auch noch einen kleinen Teil. Und wichtig dabei zu beachten ist halt, dass die Kryptowährung dann für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr zur Verfügung stellen. Meistens ist es auch so, dass je länger man die Kryptowährung lockt, also je länger sie nicht mehr zur Verfügung ist, desto höher sind auch die möglichen Staking-Rewards und also Belohnungen. Außerdem sollte man noch beachten, dass es aktuell auch noch recht viele Unsicherheiten bezüglich der Steuern gibt. Also aktuell gab es immer wieder Entscheidungen, dass dann zum Beispiel die Einjahreshaltesfrist nicht mehr gilt, wenn man die Kryptowährungen staked. Das wurde jetzt aber, glaube ich, auch wieder geändert, also dass da die doch wieder gilt. Also es ist halt sehr unsicher steuerlich. Daher habe ich auch aktuell nur einen sehr kleinen Betrag in Kryptowährungen, die ich stake. Und natürlich sollte man auch beachten, dass man dann nur Kryptowährungen kauft, wo man auch daran glaubt, dass diese in Zukunft noch bestehen werden. Also, wie ich schon öfter erwähnt habe, ist das Investieren vor allem halt in unbekanntere Kryptowährungen extrem riskant und man sollte auch davon ausgehen, beziehungsweise es sollte einem bewusst sein, dass man sogar einen Totalverlust oft riskiert, vor allem wenn es sich halt um kleinere Projekte handelt. Wenn sich das viel zu riskant für dich anhört, was auch gut verständlich ist, dann habe ich jetzt auch noch eine weitere gute Alternative für den Aufbau von passivem Einkommen und das sind die Investitionen in sogenannte Geldmarktfonds, Geldmarkt-ETFs oder auch einfach die Lagerungen auf einem Tagesgeldkonto mit hohem Zinssatz. Also aktuell sind die Zinsen wieder gestiegen und daher kann das auch vor allem für kurzfristige Anlagen sehr sinnvoll sein, dass Geld auf einem Konto zu lagern mit hohem Zinsen. Sehr beliebt ist aktuell zum Beispiel Trade Republic. Dort habe ich auch einen Teil meines Vermögens geparkt. Diese zahlen aktuell immer den Leitzins der Zentralbank. Also aktuell sind es 3,75%. Darüber hinaus gibt es auch viele Banken, die Angebote mit hohen Zinsen für Neukunden machen. Beispielsweise bietet Scalable Capital, auch einer meiner Lieblingsbroker, aktuell an, dass sie 4% Zinsen für die ersten 4 Monate bezahlen für Neukunden. Außerdem nutze ich aktuell die C24 Bank. Diese zahlt auch vergleichsweise hohe Zinsen von aktuell 3% auf dem Sparkonto. Alle diese Banken, die ich aktuell empfehle und Broker, werde ich natürlich auch unter dem Video verlinken mit Affiliate-Links und so kannst du mir auch helfen, ein passives Einkommen mit diesem Video aufzubauen. Im letzten Jahr habe ich aufgrund dieser Neukundenangebote Konten bei 3 unterschiedlichen Banken eröffnet, um halt immer diese Boni zu erhalten mit den möglichst hohen Zinsen. Das war jedoch recht aufwendig und auch nervig mit der Eröffnung immer. Und daher habe ich mittlerweile eine bessere Methode gefunden, um immer die aktuellen Zinsen zu erhalten. Und das sind sogenannte Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETFs. Ein Geldmarktfonds ist eine recht sichere Anlage für kurzfristige Investitionen. Und dieser investiert halt nur in sehr sichere Dinge, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Außerdem lässt er sich jederzeit verkaufen und kostet nur eine sehr geringe jährliche Gebühr. Beispielsweise investiere ich bei meinem Broker Scalable Capital aktuell in den sogenannten Lyxor Smart Overnight Return Euro Fonds. Dieser kostet gerade mal 0,05% Gebühren pro Jahr, was sehr gering ist, und hat eine Rendite pro Jahr von ungefähr 4%. Wichtig ist dabei zu beachten, dass sich Geldmarktfonds vor allem dafür eignen, Geld zu parken, was man vermutlich in naher Zukunft auch wieder benötigt. Ansonsten ist es halt
historisch gesehen zumindest deutlich sinnvoller, Geld in Aktien zu investieren. Also hier sind breit gestreute ETFs wie zum Beispiel der MSCI World sehr sinnvoll oder auch der S&P 500, der in die 500 größten amerikanischen Unternehmen investiert, hat beispielsweise in den letzten 100 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 10% gemacht, was halt langfristig gesehen viel höher ist als die Rendite von Geldmarktfonds, die aktuell bei ungefähr 4% liegt. Außerdem muss man bei solchen Fonds auch immer die aktuellen Zinsen im Auge behalten. Also aktuell sieht es zum Beispiel so aus, dass in naher Zukunft die Zinsen wieder leicht gesenkt werden. Und wenn es wieder eine Nullzinsphase geben sollte, dann lohnt sich ein Geldmarktfonds auch gar nicht, da, wie der Name schon sagt, man dann nur 0% Zinsen auf diesen erhält. Teilweise kann es sogar negative Zinsen geben. In diesem Fall sollte man den Fonds dann möglichst schnell wieder verkaufen. Also als Fazit lässt sich festhalten, dass passives Einkommen auf jeden Fall möglich ist. Man muss jedoch immer am Anfang entweder sehr viel Geld oder sehr viel Arbeit hineinstecken. Am Anfang würde ich vor allem mit viel Arbeit anfangen, und wenn man dann erstmal die erste Hürde überwunden hat und schon ein Startkapital aufgebaut hat, dann wird es mit der Zeit auch immer einfacher. Bei den Investitionen in Aktien und Kryptowährungen sollte man auch beachten, dass man immer ein gewisses Risiko eingehen muss, um das passive Einkommen aufzubauen. Normalerweise gilt die Regel, je höher das Risiko ist, desto höher ist auch der potenzielle Gewinn. Bei Aktien ist es außerdem sehr wichtig, auf eine ausreichend hohe Diversifikation zu achten. Für die meisten Leute eignen sich hier vor allem sogenannte Indexfonds, also ETFs, die automatisch in viele einzelne Aktien investieren. Wer das Risiko nicht eingehen will, der kann sein Geld auch auf einem Konto mit hohen Zinsen oder einem Geldmarktfonds lagern. Hierbei sollte man sich jedoch auch bewusst sein, dass die mögliche Rendite deutlich geringer ist. Jetzt nochmal zur anfänglichen Frage: Wie würde ich heute nochmal anfangen ohne Startkapital? Also wie erwähnt, habe ich ja selbst mit dem Aufbau von Nischenwebseiten angefangen, um mir ein passives Einkommen aufzubauen. Ich denke, das ist auch bis heute noch eine relativ gute Methode. Allerdings hat Google mit zahlreichen Updates das deutlich schwerer gemacht. Also aktuell funktionieren viele Nischenwebseiten deutlich schlechter als noch vor einigen Jahren und haben deutlich weniger Besucher und dadurch auch deutlich weniger Einnahmen. Daher, wenn ich heute noch mal anfangen würde, dann würde ich vor allem mit dem Aufbau von einem YouTube-Kanal beginnen, so wie ich das auch aktuell hier mache. Ich denke, das hat noch sehr viel Zukunft, da vor allem durch die künstliche Intelligenz, die aktuell immer besser wird, wird es immer einfacher, Inhalte online zu generieren. Also man kann zum Beispiel einfach mit einem Klick einen Blogartikel schreiben, und es ist sehr schwer zu beurteilen, ob der jetzt wirklich gute Qualität hat oder ob der einfach von einer KI erstellt wurde. Und wenn man zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat, dann sieht man, dass da auch wirklich ein Mensch dahinter steht. Und ja, ich denke, das wird in Zukunft einfach immer wichtiger werden. Wenn du noch Fragen zum Video hast, dann lasse mich diese gerne wissen. Ich werde versuchen, diese möglichst gut zu beantworten, und schreibe mir auch mal in die Kommentare, was deiner Meinung nach die aktuell beste Methode ist, um passives Einkommen aufzubauen. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dich Themen wie finanzielle Freiheit, Investieren oder auch Affiliate Marketing, passives Einkommen und so weiter interessieren, dann abonniere meinen Kanal gerne. Ich werde versuchen, hier regelmäßig Videos zu posten, auch mit immer steigender Qualität, damit ich mir auch mit diesem Kanal ein weiteres passives Einkommen aufbauen kann, hoffentlich.